Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Battlebear TV. So, ich habe es endlich geschafft. Meine Taschen sind voll. Ich habe alles eingepackt, was wir mitnehmen wollen. Kurz zur Übersicht: ein Fundament, ein Ofen, eine Kiste, damit wir da ein bisschen was unterstellen können. Dann ein bisschen Material, was ich in die Kiste reinschmeiße. Essen, das können wir jetzt direkt machen. So, damit die Werte erstmal wieder in Ordnung sind und ich mich hochheile. Und auf dem Weg raus schmeißen wir eben noch einen Dünger rein. Und dann geht es auch schon direkt los. Ich habe jetzt 40 Pfeile dabei. Die 9 mm Munition muss ich noch holen. Die habe ich hier. So. Ich nehme mal ein paar mehr Schuss mit. Die packe ich dann unten in die Kiste. So, dass wir da wenigstens so ein bisschen was haben, mit dem wir uns verteidigen können. Ansonsten habe ich dabei 3 Heatpacks, 3 Verbände, 4 oder 3,5 Spitzhacken. Dann habe ich 7 Schuss für die Shotgun. Mehr war jetzt leider nicht drin. Ich war jetzt noch meinen ganzen Tag los und habe versucht, Kupfer zu besorgen. Und ich habe original 8 Kupfer bekommen und ich glaube fast 30 Eisen und noch so ein bisschen was von dem Kram hier. Dementsprechend ist da jetzt nicht allzu viel bei rumgekommen. So, dann füllen wir zum Schluss die Generatoren nochmal auf, damit wir auch wirklich los können. Und dann soll die Reise auch beginnen. Ich hoffe, dass der Strom dann soweit passt, dass wir dann auch durchhalten, bis wir wieder da sind. So, das weg. Das Kupferzeug kann ich jetzt noch einschmelzen. Da hätte ich dann tatsächlich noch eine Patrone, wenn ich wiederkomme. Das kann so bleiben. Ein Gegenmittel habe ich hergestellt. Das war dann hoffentlich erst auf dem Weg raus. Das Ganze dann nutzen können. Müssen wir mal gucken, wann wir infiziert werden, ob wir infiziert werden. Ist jetzt schwer zu sagen. So, dann schmeiße ich jetzt den Dünger erstmal hier rein. Die lasse ich jetzt einfach wachsen. Da passiert jetzt erstmal nichts. Mein Hühnchen ist da. Sollte auch erstmal nichts mit passieren. Dann würde ich sagen, los geht's. Das erste Mal werden wir gemeinsam zur Höhle runterhüpfen und die nächsten Male werde ich das dann offscreen machen, sodass der Weg dann ausgeschnitten ist. Aber das Stück bis hierhin schwimmen, das mache ich jetzt eben mit einem Schnitt. So, so gut wie da. Da vorne sind ein paar Banditen. Ich hoffe, dass wir mit denen keinen Ärger kriegen. Sollte aber eigentlich nicht, weil ich habe ja nur auf Gegenangriffe gestellt. Dementsprechend sollte das keine Probleme geben. So, noch einmal an die Oberfläche, auf die Map geguckt. Bisschen links von uns ist die Höhle. Hier vorne ist der Eingang. Ich sehe ihn schon. Ich werde jetzt so erstmal runtertauchen und werde dann, sobald Sauerstoff so gut wie leer ist, den Taucheranzug anziehen. So, dass wir da nochmal ein bisschen was einsparen. So, guck mal, den Großteil des Weges kriegen wir mit. Das Ding da nehme ich mit. Das ist, glaube ich, eine Muschel. Und die Alge auf der anderen Seite auch noch. Was wir haben, haben wir. So, jetzt ist der Moment, wo ich mir die Taucherjacke anziehen werde. Und ihr seht jetzt oben den zweiten Balken. Das ist quasi unser Sauerstoff. Wir haben reichlich Flaschen dabei. Also sollte das überhaupt kein Problem sein. Da oben wird mittlerweile auch angezeigt, wie viele Flaschen. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war. Bin mir gerade nicht sicher. So, die Alge nehmen wir noch mit. Dann können wir gleich vor Ort nochmal unsere Gemüsewertung wieder hochkriegen. Und dann geht die Reise auch schon los. Das Leuchtstäbchen bringt hier unter Wasser so gut wie nichts. Genau, hier dürfte der Eingang sein, wenn ich mich nicht irre. Da ist er. Fast gegen die Wand geschwommen hier. So, und dann gucken wir mal, wie wir das da hinbekommen. Ich hoffe, dass wir mit dem bisschen, was wir jetzt dabei haben, klarkommen. Wir brauchen im Endeffekt 50 bis 60 Kristalle. Also reden wir von irgendwo, ja, keine Ahnung, 10 bis, ja, sagen wir 12, 12 bis 15 Brocken wären ganz schick, wenn wir die auftreiben können. Müssen wir mal gucken, wie lange ich hier unten dann verweilen muss, ob wir da dann einen Schnitt machen oder zwischen den Folgen oder was auch immer. Aber ich denke, dass wir das in einer Folge soweit hinbekommen sollten. So, hier geht's hoch. Ja, und wie ihr seht, da oben ist schon die Oberfläche. Also man kommt theoretisch mit einer Flasche rein und raus, wenn man sich ein bisschen anstrengt, nicht unterwegs noch irgendwelche Sachen macht, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. So, was ich immer ganz gerne mache, ist mir hier vorne dann das Fundament aufsetzen, ne? Weil da hinten, ihr seht schon, ne, das ist nur ein Kristall, das sind gar keine Banditen. So, erstmal die Schutzweste wieder an. Dann das Fundament und die Kiste. Ich setze das ruhig mal ein bisschen höher. So. Den Ofen noch dazu. Das Ding packen wir hier hin. Den Ofen packe ich jetzt hier hin. Perfekt. So, dann kann der Anzünder rein. Der Brennstoff rein, weil das war jetzt gerade Verschwendung, habe ich gerade gesehen. Naja, ist zu spät. So, die Taucherausrüstung kommt komplett in die Kiste. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht mitnehmen. Die Axt nehme ich mit, damit wir eventuell Sachen ausnehmen können.
Das kann ich auf jeden Fall hier lassen. Das Essen bleibt hier, das Gegenmittel bleibt hier, das Trinken bleibt alles hier. Eine Spitzhacke würde ich mitnehmen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hiervon würde ich mindestens, ja, so viel dann hier eben noch einlagern. Meine Ersatzpatronen nehme ich mit. Wenn wir sterben, sterben wir. Ich habe den Speicherstand auch nochmal gesichert. Sollte da also irgendwas passieren, sollten wir da vernünftig klarkommen. Gudi. Dann machen wir das so. Und einmal trinken kann ich. Dann kann ich das Wasser gleich nochmal abkochen und dann sollte das passen. Pistole auf die 2. Waffen sind dann dementsprechend vorbereitet. Dann würde ich sagen, los geht's. Tasche fülle ich schon mal auf, dann ist das erledigt. Das Gute ist, die Banditen kommen hier halt nicht rüber. Ne? Also wenn die uns hier verfolgen sollten, ist der Kristall, den ich hier jetzt gesehen habe, echt schon despawned. Was für ein fieses Spiel. Da habe ich mich schon gefreut, dass wir direkt einen Kristall haben. Aber nö, keiner da. Ja, ansonsten die Höhle an sich finde ich cool gemacht. Müssen ein bisschen gucken. Die Shotgun will ich eigentlich nur für Fledermäuse nutzen. Weil die sind mit dem Bogen echt eklig. Und da muss man dann so ein bisschen hören, ne? Wenn man stehen bleibt, dann hört man die, wenn die angeflogen. Ist das da oben zufällig eine Fledermaus? Werden wir gleich wissen. Wenn ja, weiß ich jetzt zumindest schon mal, wie die aussehen. Aber nee, ist keine. Okay, ich nehme vielleicht doch die Shotgun schon mal in die Hand. Aber man sieht ja hier auch nicht so sehr viel. Da ist ein Kristall. Einmal gucken. Bevor ich mit dem Abbauen anfange, immer einen kurzen Moment warten, ob man irgendwas hört. Sieht aber nicht so aus. Und los geht's. Ich glaube, wir kriegen pro Kristall 4 Stück raus. Das heißt, wir sollten irgendwie mit 10 bis 15 Kristallen eigentlich ganz gut klarkommen. Da unten sind die Banditen. Ich ignoriere die, so lange wie es geht. Also wenn wir es schaffen, irgendwie um die drumherum zu laufen, da ist es schon soweit. Da kommt das gute Stück. Den ersten verschossen. Er schmeißt mich direkt noch einen Berg runter. Sehr gut. Infektion direkt bekommen. Da ist das Viech. Diesmal haben wir sie erwischt. Gut, auf Infektion brauchen wir jetzt nicht mehr achten. Das Fleisch nehme ich aber mit. Und mit dem Stoff, was wir bekommen, mache ich mir natürlich hier so ein paar Bandagen. Kann man nicht genug von haben. Ja, dementsprechend bluten wir jetzt schon. Was willst du machen? Ist wie es ist. Muss mich da halt erstmal reinfinden. Das ist echt fies. Also bei den Fledermäusen ist es wirklich so, sobald die dich einmal erwischt haben, bist du in der Regel mit einer Infektion dabei. So, die wohnen da unten. Da gehen wir dann erstmal nicht hin. Ignorieren wir die einfach mal. Da hinten sehe ich noch ein Kristall. Gucken wir mal, ob wir da sauber hinbekommen. Oder sauber hinkommen. Den Pilz hier nehme ich natürlich noch mit. Kann schon die letzten 2 Schuss in meine Shotgun packen. So, also in dem Tempo wird es wohl ein bisschen dauern, bis wir die Brocken zusammen haben. Müssen wir mal gucken. Ja, Nachteil der Infektion brauche ich glaube ich nicht sagen, ne? Leben und Ausdauer ist jetzt auf 55, glaube ich, maximiert. Mehr ist nicht drin. Dementsprechend, oh, da hat doch was geleuchtet. Ja, da sind auch welche. Dann gehen wir hier rum. Mal, also wie gesagt, ich will den Banditen so lange wie möglich aus dem Weg gehen. Wir werden es nicht ganz vermeiden können. Da hinten sind nämlich auch schon wieder welche. Das hier ist, weiß genau gar nicht mehr, Phosphaterz. Das braucht man nachher für die anderen Patronen, ne? Für diese hier. Eisenfragmente, ne, gar nicht. Dann war das die hier. Dafür braucht man das. Für die Gewehrpatronen. Dann werden die Gegner irgendwie entzündet, wenn man die damit trifft. Macht das Gewehr nochmal zu einer richtig schönen Waffe. Ne? Da kommt schon wieder eine Fledermaus angeflogen. Gucken, ob ich das diesmal besser hinkriege. Ist ein klares. Oh doch, ich habe sie erwischt, aber nicht richtig. Würde ich es jetzt nochmal mit dem Bogen tatsächlich versuchen. Wenn sie denn wiederkommt.
muss das Verband nehmen. Ich glaube, die kommt nicht wieder. Ja, cool. Das mit den Fledermäusen läuft ja Bombe. Hinten sind Banditen. Dann gehen wir hier lang. Da oben ist sie irgendwo hingeflitzt. Ich finde schade, dass die Banditen von der Fledermaus nicht angegriffen werden. Von den Bären und so weiter werden die angegriffen. Aber ich habe es noch nie gesehen, dass die von der Fledermaus einen auf den Deckel kriegen. Ah, die wird gleich wiederkommen. Und du hast halt auch immer nur einen Versuch, ne? Du musst wirklich warten, bis die nah genug dran ist, dass du sie auch richtig triffst. Nicht so wie ich eben. Und dann musst du sie auch erwischen. Bin mir sicher, dass ich sie gerade gehört habe. So, hier geht's runter. Zu der Stelle, wo man die Kletterausrüstung braucht. Aber hier sind meistens auch Banditen. Oh, vielleicht auch nicht heute. Gut, gehen wir einmal hin, ne, damit ihr das schon mal gesehen habt. Ne, hier ist dann quasi so eine Steilwand. Und dann kommt auch die Meldung, Kletterausrüstung benötigt. Dafür brauchen wir halt auch die ersten Kristalle. Und da unten ist dann der Bereich mit der Lava. Richtig cooles Gebiet, kann man auch richtig guten Loot holen. Da sind aber auch richtig viele Banditen unterwegs. Und es ist eine enorme Hitze da unten. Das heißt, man braucht viel zu trinken. So, aber das machen wir erst später. Da brauchen wir jetzt noch nicht mit anfangen. So, also die banditenfreie Zone hier hat uns bis jetzt leider noch nicht so viel beschert. Gucken wir nochmal, ob hier schon was nachgespawnt ist. Dann gehen wir mal hier hoch. Aber dann kommen wir auch direkt wieder an den Banditen vorbei. Also weit werden wir hier nicht kommen. Und nochmal hier um die Ecke gehen. Da höre ich sie schon wieder, die Sau. Da ist sie. So, diesmal kriege ich dich aber. So, ja, wie gesagt, also Infektion habe ich schon, da kann ich nicht mehr allzu viel machen. Die jetzt wegheilen macht keinen Sinn, zumindest nicht so lange, bis ich nicht wieder eingeschossen bin mit den Fledermäusen. Das hier ist Kohle. Habe ich noch keine wirkliche Verwendung für bekommen. Ich glaube, man kann es halt als Brennstoff benutzen. Aber ich hack die trotzdem weg, einfach aus dem Grund, weil das sind ja die Spawnpunkte, wo dann nachher auch Kristalle und sowas spawnen können. Und wenn ich die Kohle stehen lasse, ich habe das am Anfang immer gemacht, auch wenn ich hier offscreen in den Höhlen unterwegs war, um noch die letzten Kristalle oder so zu holen. Und dann hast du irgendwann alle 2 Meter so ein Kohlevorkommen, aber nichts anderes mehr. So, hier vorsichtig, weil da hinten, irgendwo hat es hier nämlich geleuchtet vorhin. War wohl da hinten. Okay, dann holen wir uns hier die Kohle noch. Da unten sind noch Pilze. Gehe ich nochmal für zurück. Konnte man, glaube ich, auch irgendwas mit kochen. Bin mir nicht sicher, was. Aber das können wir ja rausfinden. Haben die eigentlich eine Haltbarkeit? Ja, haben sie. Na, ansonsten, die bringen Eiweiß und auch Gemüsewertung. Also man kann die auch ganz gut essen hier unten. Ist dann halt die Frage, ob ich überhaupt welche bis nach oben kriege. Je nachdem, wie lange ich jetzt hier bleibe, kann ich mir auch vorstellen, dass die verdorben sind. Okay, hier wäre jetzt nichts. Wir standen vorhin da hinten. Das heißt, die Banditen sitzen jetzt hier direkt rechts von uns. Gucken wir mal, ob ich hier vorbeikomme, vorsichtig. Okay, scheint mir, als wären sie umgezogen. Ja, sieht ganz danach aus. Guck da hinten. Ist auch alles voll mit Kohle. Also die waren eben hier. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin sind. Scheinen also auch zu wandern, die Jungs. So, da vorne sind nochmal 2 Kohlebrocken. Auch mit weg. Dann gehen wir noch mal nach vorne. Können wir den ersten Kram schon mal ausladen.
Es sind meistens zwei Fledermäuse da auf der ganzen Ebene. Das Problem ist, dass auch die Jungs gerne nachspawnen. Also werde ich mir da tatsächlich noch ein bisschen Zeit lassen. Nur Kohle heute, kein Glück. Mal eben hier hoch. Nichts zu sehen. Da hinten waren vorhin welche, die sind jetzt auch nicht mehr da. Da oben sind Kristalle. Wie komme ich denn da drauf? Das ist meine Frage. Keine Ahnung. Hier irgendwie? Oh, tatsächlich. Cool. Oder wie viel ist das jetzt? Der zweite? Erste Spitzhacke ist durch. Tatsächlich, es war... Nee, müsste der dritte gewesen sein. Aber warum haben wir jetzt nur 11? Oder geben die doch mehr? Ich weiß es nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Wer mitgezählt hat, könnte ja in die Kommis dann schreiben, ob die mehr geben. Bin mir echt nicht sicher. Nee, ich glaube, wir haben schon 3 eingesammelt. Da müssten wir aber eigentlich 12 haben. Keine Ahnung, warum der eine jetzt nicht dabei war. Oder weil die Spitzhacke kaputt gegangen ist, gab es weniger. Wäre auch möglich. Eigentlich ist... Oh, guck mal hier. Eigentlich ist es auch total doof von mir, oh, gleich 2 Stück, die Spitzhacken bis zum Geld nur durchzuarbeiten. Weil wenn die nur noch ein ganz bisschen Haltbarkeit haben, kann man die trotzdem als Masse ganz gut nutzen. Da haben die nämlich keinen Abzug für, soweit ich weiß. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn wir jetzt 22 haben, muss ich lachen. Nee, 19 haben wir. Das heißt, das waren jetzt nochmal 8 Stück. 2 mal 4. Passt. Also irgendwo haben wir einen Verlust gemacht. Wenn es denn 3 waren am Anfang. Oder wir haben einen Bonus bekommen. Da hinten sind die Banditen. Ja, also ihr seht, hier unten ist viel Fläche. Man kann also wirklich um die rumlaufen, wenn man das will. Und man ein bisschen vorsichtig ist und nicht direkt in die Jungs reinsprintet. Da vorne sehe ich nochmal Kristalle. 2, nee, 1. Nehmen wir natürlich auch mit. Dann hätten wir schon fast die Hälfte, ne? Und ihr seht, Spitzhacken braucht ihr auch ein paar. Also nicht einfach so mit ohne Spitzhacken hier runterkommen. Habt ihr keinen Spaß mit. Mit ohne. So, ich glaube, von hier dürften wir gleich unsere Base-Plattform sehen. Ja, da ist sie. Kurz mal gucken. Da vorne sind, glaube ich, nochmal 2 Kohlepöppel. Da hinten laufen sie rum. Okay, aber da sind sie mir egal. Da können sie rumrennen. Lauf mal wieder zurück. Schön immer in die Ecken gucken. Also eine Höhentour kann auch ganz entspannt sein, wenn man das möchte. Ne, das waren einfach nur Steinbrocken. Ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt schon einmal zurück? Nö. Bauen wir die gerade rein und dann passt das. Also man bekommt hier unten halt auch, ne? Also Fleisch ist da. Bisschen Pilze. Die Gemüsewertung. Man muss also nicht komplett verhungern. Wenn du Banditen erledigt hast, hast du auch ein Lagerfeuer. Da kannst du dann mal eben was brutzeln. Ist also auch nicht das große Problem. Aber die Banditen haben es halt auch echt in sich. Gerade jetzt mit meinem halben Leben. Vorne sind neue Pilze, die kann ich mir schon mal holen. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die hier rechts direkt sind. Ja, wir gehen lieber hier hoch. Ich weiß nicht, wie weit die da rumkommen. So, und jetzt laufen wir den gleichen Weg wieder zurück.
Da bist du. Diesmal habe ich sie gleich vernünftig erwischt. Guck mal, ich werde langsam warm. 2 Stück können wir noch, wenn ich mich nicht verschieße. Okay, bauen wir den Kohlebrocken hier auch noch schnell ab. Ah, die sind da ganz hinten. Das sollte kein Problem sein. Da sind sie. Zwei Kristalle sehe ich, sehr cool. Also der hat jetzt auch wieder 4 gegeben. Wir sind bei 27. Wenn wir den da oben noch mitkriegen, sollten wir schon bei 31 sein. Ey, das wäre ja der Hammer. Geht doch recht zügig. Und ihr seht hier, die Schiene habe ich mitgenommen, genau aus dem Grund. Wenn ich hier nämlich jetzt runterstürze, habe ich mir direkt wieder was gebrochen. Oder wenn du in Panik bist, weil du vor dem Banditen wegrennst oder was auch immer. Und dann stürzt dir hier so ein Ding runter, dann hast du direkt gebrochene Haxen. Finde ich dann schon ganz gut, wenn ich da eine Schiene in der Tasche habe. Da sehe ich jetzt nichts. Gehen wir wieder hier lang. Da hinten ist das Lagerfeuer immer noch. Also der Kohleanteil ist mal wieder recht hoch. Aber was willst du machen? Ist wie ist. Soweit ich weiß, ist das da hinten sogar eine Art Sackgasse, wo die gerade drin sitzen, ne? Glaube ich zumindest. Weiß nicht, ob es da noch weitergeht. Ich glaube, da ist so eine Rundung einfach hier um diesen Felsen rum und fertig. So, hier ist wieder der Weg nach unten zur Lavahöhle. Da ist eine Kohle direkt am Eingang. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich hier unten jemals was gekriegt habe. Aber ich gucke trotzdem immer noch mal nach. Vielleicht ist ja irgendwann mal das erste Mal. So, also Verband haben wir genug. Das ist also kein Problem. Schiene ist auch immer noch am Start. Pilz esse ich direkt schon wieder. Wir sind ja ausgestattet, ne? Das sieht doch erstmal ganz gut aus. 31 Stück. Wenn wir Glück haben, noch eine Runde. Dann hätten wir genug. Schauen wir mal, wie sich das mit dem Nachspawn hier jetzt verhält. Da ist nochmal Kohle. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Hier wieder schön vorsichtig. Nichts zu sehen. Da in der Ecke ist auch nichts zu sehen. Ja, auch nicht. Okay, verdursten tut man hier unten auch auf keinen Fall. Weil ich dachte schon gerade, da ist einer, aber ist nicht. Sind wir schon wieder einmal rum. Oh, da ist er schon.
Wo ist er? Interessant. Jetzt habe ich mich so oft um meine eigene Achse gedreht, dass ich den Faden verloren habe. Hier müssen wir lang. Oder? Nee, hier müssen wir lang. Okay, also offensichtlich haben wir jetzt erstmal alles weg. Weil jetzt sehe ich auch kaum noch Kohle. Eigentlich gar nichts mehr, um ehrlich zu sein. Nichts mehr zu sehen hier. Gucken wir hier noch mal ums Eck. Banditen sind immer noch da hinten. Okay, also wir haben auf jeden Fall richtig Glück mit der Position der Banditen. Wir haben sich so gut dahingesetzt, dass wir uns wirklich so gut wie ungestört in der gesamten Höhle bewegen können. Einmal an dem Ende und einmal am anderen Ende. So, gehen wir erstmal zurück. Schon mal ein bisschen was ausladen. So, das sieht doch gut aus. Mache ich jetzt ein Feuerchen, dass wir was essen können? Doch, ich glaube schon. Ja, mal vorsichtig hier rüber linsen noch mal. Da sehe ich schon einen, ja. Zwei sogar. Da hinten wäre eine einzige Kohle, aber mehr sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht. Gut, dann weiter im Text. So, Wasser ist schon fertig. Lassen wir das einmal durchlaufen. Ja, Gegenmittel ziehe ich mir, wie gesagt, jetzt noch nicht rein. Sehe ich keine Notwendigkeit drin. 31 haben wir, also mindestens noch mal 19. Besser wären 29. Sowas in dem Dreh. So, alles fertig gekocht. Ich mache hier das Feuer jetzt aus. Muss dann beim nächsten Mal wieder mehr Anzünder mitbringen, auf jeden Fall. Nur hier haben wir halt nicht so viele Möglichkeiten, an neue Ressourcen ranzukommen. So, Werte sind wieder tippitoppi. Ich habe diesmal sogar ein Reservefleisch dabei. Oh, jetzt ist er nämlich schon da vorne, ne? Aber egal, da wollen wir eh nicht hin. Gehen wir hier wieder hoch. Scheint aber so, als wäre immer noch nichts nachgespawnt. Also 19 bis 29 Stück. Das wäre so die Wunschvorstellung. Verschaffen wir uns mal einen Überblick über den Bereich hier. So, da ist nichts. Da ist auch nichts. Da hinten leuchten die Fackeln. Okay, gehen wir jetzt noch einmal gemeinsam rum. Und wenn ich dann nicht genug habe, dann mache ich den Rest natürlich offscreen, weil ich jetzt hier noch fünfmal im Kreis renne. Muss, glaube ich, keiner haben. Ja, ihr seht hier, die Sachen spawnen auf jeden Fall nach. Aber es ist eben random. Boah. Sieht einer das Miststück irgendwo? Das ist doch direkt hinter mir jetzt.
Und weg ist es wieder. Ich wette, wenn ich jetzt stehen bleibe und anfange zu hacken, da ist er. Ah, okay, mir ist gerade noch was eingefallen. Immer ein bisschen nach hinten laufen, wenn du ihn anvisierst. Dann hast du nämlich mehr Zeit zum Reagieren. So, nehmen wir den mit, gehen nochmal Hände waschen. Ich glaube, um diese Brandmunition zu verschießen, brauchen wir eh den anderen, das andere Gewehr, das bessere schon. Jetzt muss ich mich einmal nochmal orientieren. Wir gehen hier lang. So, eine einzige Patrone habe ich noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind schon gut durchgekommen und das ohne Banditenkontakt. Fledermäuse. Würde bei der nächsten einfach mal versuchen wegzulaufen und da war jetzt was, was ich abbauen wollte. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Oh. Hat er mich schon? Nee, noch ist er entspannt. Geh mal hier lang. Kommt genau in meine Richtung, ne? Ne, er ist entspannt. Sehr schön. So, gehen wir erstmal wieder hier hoch. Da sehe ich doch was glitzern. Ja, da haben wir wieder einen. Nur einmal kurz hier runter gucken. Sehr schön. So, also nochmal vier. Okay, also ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dass bei dem einen aufgrund der kaputten Spitzhacke einer weniger rausgekommen ist. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass wir da die ungerade Zahl hatten. Stopp, wir müssen noch hier unten in den Gang rein. Vorne ist noch irgendwas. Oh, Pilz. Oha, jetzt ist er schon hier vorne. Ne, ist kein Pilz, ist dieses Zeug, aber egal. Da vorne ist er schon. Schneidet der mir jetzt den Weg ab? Ja, tut er. Weil, nee, der ist eigentlich weit genug weg. Solange der entspannt ist, wir gucken ganz vorsichtig mal hier jetzt rein. Nee, nee, die kommen. Wenn ich da jetzt reingehe, dann habe ich sie im Nacken, wenn ich rauskomme. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Dann gehen wir lieber hier weiter. Also die Atmosphäre hier unten ist echt schick. Das kann man nicht anders sagen. Ist auch schön gestaltet hier mit den Wasserfällen und so. Und den diesen Topfsteinhöhlengebilden hier. Stalagniten und Stalagnaten oder wie sie heißen. Hinten sind noch mal ein paar Pilze. Ja, damit. Okay, so, dann gehen wir wieder nach vorne. Die Ausbeute war ja recht mau. Hätte ja sein können, dass da drunter was ist. Ja,
Wirklich saumau. Schon wieder eine Fledermaus. Diesmal versuche ich einfach weiterzulaufen. War nicht den Eindruck, als würde das irgendwas helfen. Okay, doch hat's. Man muss nur weit genug rennen. So, hier direkt wieder zwei Sachen gespawnt, aber leider nicht das, was wir haben wollen. Okay, also vor den Fledermäusen kommt man weg, wenn man dran bleibt. Auch schon mal sehr gut zu wissen. Ich sehe hier immer noch nichts, ne? Jetzt noch mal eine Kohle. Wir gehen noch mal da durch den Gang. Banditen sind immer noch da hinten. Okay, also ihr seht schon, ich kann hier gleich ganz entspannt noch mal ein paar Runden laufen. Pilz hat es wieder gegeben. Ja, wobei der hintere Teil könnte ein bisschen spannender werden. Schauen wir mal. Also hier vorne ist immer noch alles beim Alten. Da hinten rennen sie auch noch rum, die Jungs. Kristalle sehe ich aber immer noch keine. Gut, gehen wir wieder zurück. Lassen wir wieder ein bisschen Zeit vergehen. Und dann werde ich hier jetzt offscreen nochmal ein, zwei Runden drehen. Wir haben jetzt 4 und was war das? 29, also sind wir jetzt bei 33. Gebe ich mich noch nicht mit zufrieden. Wie gesagt, die 50 müssen wir auf jeden Fall knacken. Da werde ich dann offscreen noch mal ein bisschen laufen oder vielleicht zu Beginn der nächsten Folge noch mal, je nachdem, wie lange ich jetzt hier offscreen rumrödle, bis ich was gefunden habe. Könnte auch helfen, noch mal ein- und auszuloggen. Weiß ich jetzt nicht, wie sich das damit verhält. So, das Verband stellen wir direkt her. Trinken kann ich schon mal einen Schluck. Zack. Ich mache das Feuer jetzt nicht nochmal an, weil sonst das ist das letzte Mal, dass ich das machen könnte. Ja, munitionstechnisch haben wir noch alles, bis auf Shotgun. Werte sind okay, brauche ich mich auch noch nicht drum kümmern. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und da werden wir entweder uns oben sehen und anfangen, die Kristalle zu verbauen. Oder wir sehen uns wieder hier und laufen noch ein, zwei Runden zusammen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.